Hallo Mädels, willkommen zu einem DM-Haul. Ich war wieder shoppen und ja, ist zwar nicht viel, aber ich kann es euch ja trotzdem mal zeigen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen irgendwas dabei. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem DM-Haul. So, als erstes Produkt habe ich mir von Evelyn den Make-up und Concealer Pencil geholt, weil ich den mal gerne mal ausprobieren möchte. Ich habe so einen Katzenzungenpinsel, aber mit dem komme ich zwar auch gut zurecht, aber ich wollte mal den hier mal ausprobieren. An dem schleiche ich schon lange drum rum und die Evelyn Pinsel finde ich einfach total toll und ja. Und der war auch nicht teuer. Ich glaube, der hat 3 oder 4,95 gekostet. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe den Kästenzettel, glaube ich. Habe ich den noch? Moment. Moment. Ja, doch, da habe ich ihn. Der hat gekostet 3,95. Genau. Ja, und ich bin gespannt, wie der ist und werde berichten. So, als nächstes Produkt habe ich mir ein Balea Rasiergel Blueberry Love mit Blaubeerenduft für empfindliche Haut geholt. Sieht so aus. Und mir gefällt einfach hier dieses Muster total toll hier oben. Das ist total schön gemacht. Und ich habe das schon mal verwendet und es ist auch, glaube ich, auch bald leer. Landet dann in meiner Aufgebrauchtüte, aber boah, der Geruch ist einfach total toll. Probiert es echt mal aus. Ist wirklich richtig schön nach Beere und ich bin mit dem richtig zufrieden. Der ist sanft, der reizt meine Haut nicht und ist einfach perfekt. Hat gekostet 1,35. So, dann habe ich habe es wieder gefunden im DM, dachte, das ist weg. Und zwar habe ich mir zweimal mitgenommen, das Fußbadekristalle Lovely mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Und das habe ich schon mal verwendet und ich fand es sowas von toll und angenehm erfrischend und fruchtig und pflegend. Und deswegen musste das wieder mit und ich habe es mir gleich zweimal mitgenommen, weil ich öfter Fußbilder mache und wie ich schon mal gesagt habe, ist mir das einfach sehr wichtig, die Fußpflege, und dazu gehört ein, das gehört zur Fußpflege dazu, mein Gott, heute Wortfindungsstörung ohne Ende, da hat jeweils eins gekostet, 55 Cent hat eins gekostet und zusammen waren das, glaube ich, 1,10 oder so, also es geht. Und da sind 40 Gramm enthalten für jeweils 2 Anwendungen. Ja, das kann ich nur empfehlen. So, als nächstes, ich als kleines Duschgelmonster musste natürlich diese Duschcreme mit Erdbeerduft mit. Denn ich liebe Erdbeerduft und ich liebe Duschgel. Wer meine Duschsammlungsvideo gesehen hat, der weiß das auch. Na? Und es riecht wie ein Erdbeerfeld. Das ist der Hammer. Echt total gut. Es wird bestimmt ein super Duscherlebnis unter der Dusche. Ach ja, irgendwann platzt mein Schrank vor Duschgel. Aber egal, ich liebe es. Und für 65 Cent kann man da nichts falsch machen. Ich glaube, irgendwann habe ich alle Sorten von Balea in meinem Schrank stehen. Probiere das auf jeden Fall mal aus. Das ist bestimmt gut. So, dann konnte ich es noch erwischen. Das Body Spray von Essence aus der Beach Cruisers LE. Da waren noch, glaube ich, noch 2 Stück da. Oh, und es riecht. Das ist der Hammer, das riecht wie dieses Parfüm von Essence, dieses Like a Day in the Paradise. War total so nach Kokos und Ananas und Sommer und oh, das ist total lecker. Also wenn ihr das noch irgendwie noch bekommen könnt,
im DM vielleicht noch. Ich habe das ja auch in der Krabbelkiste gefunden, nur durch Zufall, weil ich da vorbeigelaufen bin. Dann probiert das, holt euch das, das ist echt, echt lecker. Und es hat 2,95 gekostet und da sind 100 Milliliter drin. Und ich freue mich schon, das auszutesten. Vor allen Dingen, wenn es jetzt wärmer wird und dann stelle ich das in den Kühlschrank und dann einsprühen, riechen und Erfrischung pur. Ja. So, dann als nächstes habe ich mir von Blistics Happy Lips geholt in der Duftrichtung Mango. Ja, ich hatte davon den mit Erdbeer, der ist aber schon fast aufgebraucht, den fand ich sehr gut. Hat die Lippen gepflegt, hat die Lippen nicht ausgetrocknet, hat gut geduftet und ich wollte jetzt einfach mal die Sorte probieren. Da haben ja auch viele davon geschwärmt und ich bin gespannt, wie das ist. Es hat gekostet 1,75 und ich finde, das geht vom Preis her, ja. Und wenn ich es gut finde, dann werde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Denn ich liebe Lippenpflege. So. Dann musste, den wollte ich schon länger ausprobieren, von Essence, den I Love Punk Jumbo Eye Pencil. Könnt ihr das sehen? Ja. In der Farbe 01 Ultra Black. Genau. Und der hat so einen dicken Stift und der ist dann hier so für Eyeliner ziehen und der ist, Moment, tiefschwarz und wasserabweisende Textur, langanhaltend, wischfest, parabenfrei, augenärztlich getestet. Da bin ich schon sehr gespannt, den auszuprobieren und an dem bin ich, wie gesagt, schon lange rumgeschlichen. Den wollte ich mir schon länger mal kaufen, mal einer mit einer dickeren Spitze, weil ich glaube, damit komme ich vielleicht ein bisschen besser zurecht wie mit der ganz dünnen Spitze. Schaue ich mal. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Der hat gekostet, ich glaube, der ist da gar nicht drauf. Okay. Ach doch, 2,45. Ich finde, das geht. Ja. So, dann. Als nächstes musste ein Blush mit, und zwar von Essence, der Silky Touch Blush in der Farbe 030 Secret It's a Girl. Nee, Quatsch. Secret It Girl. Warte mal, kann man das sehen? Ja. So, und dann gehe ich da mal rein. Oh ja. Das ist ein wunderschöner Blush. Wow. Und der hat ganz, ganz kleine Glitzerpartikel, aber keine groben Glitzerstückchen, sondern ganz, ganz kleine. Und das mag ich. Das ist ein perfekter Sommerblush. Ja, freue ich mich schon, den zu benutzen. So, und als letztes Produkt habe ich von Balea, das muss irgendwie neu sein, ein Enzym-Peeling, Peeling ohne Körner mit ausgewähltem Papaya-Enzym und Aloe Vera, Hautbild verfeinernd. Das ist das hier. Das ist, muss irgendwie neu sein. Das ist eine Maske, ein Maske-Peeling, und zwar verhält sich das so: nach der Reinigung auf Gesicht, Hals, Dekolleté auftragen, Augen- und Mundpartie aussparen, maximal 5 Minuten einwirken lassen und Reste der Maske mit warmem Wasser abwaschen, bei Bedarf 1 bis 2 Mal wöchentlich anwenden. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Und ich wollte mir eigentlich noch dieses neue Reinigungsmousse holen, aber das gab es anscheinend irgendwie noch nicht oder war ausverkauft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich das austesten und berichten. Und das hat gekostet 2,45. Ja, 2,45. Und da sind 50 Milliliter drin. Ja. Da bin ich wirklich gespannt. So, das war mein kleiner, aber feiner Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und
wünsche euch noch was. Ciao!